liebe Leute, was mache ich hier? Ich bin voll weit weg von meiner Gegend und darf gegen scheiß schwierige Monster kämpfen. Das ist total scheiße. Oh, ich werde jetzt mal hier eine andere Waffe nehmen. Ich nehme jetzt mal ausnahmsweise mal wieder die Chakrams. Autschi. Och Leute, ihr macht mich ganz fertig hier. Kein Bock mehr. So. Ach, bei so mehreren Gegnern sind die Chakrams eben doch so ein kleines Wundermittel manchmal, weil ich ja jetzt keine Zauberin oder was geworden bin. Danke für die Heiltränke, denn hier verbrezel ich gerade nicht wenig. Und irgendwas sagt mir, dass ich levelmäßig hier eigentlich noch gar nicht hingehöre. So, vielleicht sollte ich hier mal rangehen, dann kriege ich wenigstens... Was, wo kommt ihr denn her? Voll die Zombies, die hier auf einmal herkommen. Was geht denn hier ab? Ich werde nicht mehr. Ich werde jetzt hier... Naja, wenn ich schon mal hier bin, werde ich natürlich jetzt weiterlaufen. Denn hier soll ich ja hin, laut Hauptquest-Dingens. Und dann mache ich das mal eben. Mitten in der Wüste alleine und Pech, ne? Überhanglager. Hier, da soll ich hin. Was ist denn? Hi. Octien. Ihr? Ihr seid meine Kontaktperson? Ich hätte es wissen müssen. Pünktlichkeit ist keine der Stärken eures Volkes. Dabei habt ihr ohnehin schon so wenige. Ihr habt nach mir gefragt? Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren gemeinsamen Freund Formoros Jus, den Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat? Vermutlich schon. Aber ich nehme an, ihr wart in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Jedenfalls wird Cholar Jus seit dem Angriff auf seinen Turm vermisst. Und als sein Förderer bin ich deshalb äußerst beunruhigt. Ich will, dass ihr ihn findet. Ihr seid, wie soll ich es ausdrücken, auf einzigartige Weise für diese Aufgabe geeignet. Mhm, kann ich euch vertrauen? Könnt ihr ihn nicht finden? Warum sollte ich euch helfen? Warum sucht ihr Jus? Es scheint, als hätte der Zwischenfall in Alistar Cholar Jus ein wenig paranoid gemacht. Jedes Mal, wenn wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten, ist er schon wieder verschwunden, bevor wir dort ankommen. Aber ihm gehen so langsam die Verstecke aus. Ich glaube, uns bleibt nur noch eine Hoffnung, Jus zu finden. Ihr. Ich werde Jus für euch finden. Und dafür bin ich euch dankbar. Cholar Jus hat großes Glück, Freunde wie uns zu haben. Jus besitzt ein altes Laboratorium in der Kaverne der Salzquellenminen. Ich glaube, seit der Zerstörung des Turms von Alistar hat er seine Forschungen dort betrieben. Findet ihn und ihr werdet für euren Beitrag zur Wissenschaft belohnt werden. Ich warte im Livrarium von Adessa auf die Nachricht eures Erfolges. Alles klar, wo versteckt sich Jus? Er könnte in sein altes Laboratorium in den Salzquellenminen zurückgekehrt sein. Er wird jedoch sofort verschwinden, sobald sich ihm einer meiner Leute nähert. Er ist ein wenig paranoid geworden, wenn auch aus gutem Grund. Den wüssten wir natürlich auch gerne. Wer bist du eigentlich? Erzähl mal.
Als Templer verlangt das Forum von mir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um unser Wissen zu vermehren. Das ist eine gewaltige Verantwortung, die ich äußerst ernst nehme. Formorus Jus ist einer meiner brillantesten Scholaren. Und wie ihr wisst, besitzen seine Forschungen ein unglaubliches Potenzial. Sein Wohlergehen ist von allergrößter Wichtigkeit. Okay. Gut. Dann, Was ist denn? Nicht. Ich lasse euch alle total in Ruhe. Und guck mir hier mal an, was eure Truhen so Tolles hier haben. Weil ich bin ja hier in einem Gebiet, was eigentlich wahrscheinlich noch nicht das Richtige für mich ist. Aber schön, dass wir das jetzt hier erledigt haben. Wenn ich jetzt hier der Karte folge, kann ich das dann überhaupt... Kann ich hier hin? Kann ich... Nee, ich muss da erstmal hinlaufen. Gut, dann weiß ich gar nicht, ob ich das im Moment schon machen will. Weiß nicht. Bin ich mir nicht so im Klaren, wenn ich ehrlich bin. Ich würde eigentlich lieber gerne noch ein wenig hier bei den Gärten von Ysa war ich hier und ich war da noch lange nicht fertig. Und zwar jetzt nicht, weil ich die schön finde und die nicht traue, sondern da gibt es halt auch noch eine Menge zu tun. Aber ich bin gerade verwirrt. Und den Wegpunkt machen wir mal weg hier. Wo soll es denn hier hingehen, wenn ich dem anderen Quest gerade folge? Hier oben. Gut, dann würde ich ja, wo gehen wir denn dann hin? Wächterbrücke? Dass wir vielleicht... Ja, spielt eigentlich keine Rolle, ne? Wir sind hier auch irgendwie am Arsch der Heide, kann man so sagen. Aber dann gehe ich mal hier hin. Und dann folgen wir mal noch dem anderen Quest. Vielleicht ist das gerade einfacher. Ich weiß es nicht. Ist auch wunderschön hier mit den... Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir eher das erstmal machen sollten. So. Er hat mich nicht bemerkt. Oh, es wird brenzlig hier, glaube ich. Geh doch mal weg da. Oh, sie ist nicht weggegangen. So. So geht's auch. Was hat er hier? Ein Großschwert. Okay, ich habe sie stärker in Erinnerung, aber ich bin ja auch stärker geworden. Das merke ich jetzt gerade mal. Ich schleiche mich mal hinten von denen an. Geht das? Och, Mann, oh. Hat er gerade gelacht? Dir vergeht gleich dein Lachen, meine Liebe. Komm mal her, Dicky. Du wolltest gerade rausholen, ne? Ich hab's genau gesehen. Du wolltest gerade... Auch das nehmen wir mal alles mit. Du wolltest gerade richtig schön deinen Schlag rausholen, ne? Nee, nicht mit mir. So, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und sind hier wieder in einer Gegend, wo wir noch nicht waren. Erathel-Ebenen. Ja, wir entdecken gerade ganz, ganz viel. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Oh, das ist auch schön hier. Oh, das gefällt mir wohl besser als die Wüsten, glaubt's mir. Das ist ja toll. Das ist ein bisschen wie das Auenland hier, ne? Voll schöni. Und ich weiß gerade gar nicht, was wir hier machen sollen. Muss ich gleich nochmal nachlesen. Oh, ist das herrlich, was es hier zu entdecken gibt. Geil. Aiten. Hier wäre auch schön, ein Häuschen zu haben, finde ich. Und wie immer, Leute, die ganz viel Hilfe brauchen. Ich sehe schon die Ausrufezeichen. Ja. Ganz viel Hilfe. Aber es sieht menschlich aus, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hätte hier, glaube ich, die Abzweigung mal nehmen sollen. Ich laufe mal einfach hier. Huch, Feinde. Welche? Zahle den freien Männern dein Tribut. Oh, die sind stark. Aber es gibt dann wenigstens Spannung. Weg da!
Oh, ich hasse das immer, wenn ich ausweichen will und kann. Ja, die sind definitiv ein bisschen stärker hier alle, die Leute. Wir sind hier nicht mehr bei dem einfachen Diebesvolk. Kannst du hier nicht runter? Nee, kannst du nicht. Okay, dann müssen wir hier die Treppen runter. Das sieht total irre aus. Also, es ist so komisch. Ich habe mich jetzt so an die andere Gegend gewöhnt. Ups. Oh, ich hasse die doch. Nein. Och Mann, es geht so schnell. Kannst du mal was machen? Mach das Vieh platt. Geht doch. Aber diese, wie heißen die? Ben Shan. Also nicht Ben Shi, sondern Ben Shan. Die sind nicht ohne. Und natürlich ist keiner in meine Frostfalle gegangen. Schön. Genau dafür stelle ich sie auch auf. Und ich brauche Tränke. Mano. Ich kämpfe hier viel zu viel. Sie waren die Vorboten des Herbstes, diese Kinder des Staubs. Und sie erleuchteten den Wald mit ihren Feuern und teilten ihn dann mit ihren Klingen. Wir krochen zurück, gestaltlos im Dunkel, leise in den Bäumen. Doch in diesem Zeitalter der Sterblichen gibt es weniger Schatten als Licht. Und gerne höre ich zu und gerne hätte ich Heiltränke, deswegen. Aber er hat leider nur Gold bei sich gehabt hier. Der Gute. Und immer wenn ich einen Screenshot mache, dann bleibt sie schön stehen. Das ist auch toll. Ach Gott, wo führen uns unsere Wege auf einmal hin? Ich muss die Eindrücke verarbeiten. Das ist das Ding. Wo ist hier ein Versteck? Hier. Aha. Tolle Sachen, die ich erstmal schön in Kennerrock sortieren muss. Aber es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, schöne neue Sachen zu finden. Ich laufe mal hier schnell an irgendwelchen Gegnern, die rechts sind, vorbei. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Solange hier gerade nicht so Feinde sind, ist es ja auch ganz interessant. Aber ich werde weiterlaufen. Hier sind die Leute uns anscheinend gut gesinnt. Verdammte Flüchtlinge. Im Meer. Verdammte Flüchtlinge. So, jetzt sage ich jetzt mal nichts zu. Und ich soll hier in die Taverne gehen und ich sag da nichts zu, Gebt mir einfach eine klare Antwort. Weil ich bei dem Spruch tatsächlich... Ist der General noch in der Wiege des Sommers? Weil ich gerade bei dem das Spruch an unsere Lage denken musste. Auch wenn es vielleicht nicht gut für sie ist. Aber die Karten lügen nicht. Sie wird dieses Tor niemals öffnen. So hat es das Schicksal entschieden. Ja. Nun gut. Ich schätze, dann werden wir das Schicksal wohl einfach ändern müssen, nicht wahr? Questmäßig sind wir hier gerade der Großgeneral. Ich habe mit Alan Shear gesprochen. Sie schlug vor, mir einen Verbündeten in den Rathel-Ebenen zu suchen. Ich soll sie im Dorf Mare treffen. Dort werden wir alles Weitere besprechen. Danke, dass ihr den ganzen weiten Weg auf euch genommen habt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es scheint, als wäre General Tilera noch immer hier, im Exil. Weshalb ist sie im Exil? Weil sie beinahe die Festung Melsenshi verloren hätte. Tilera hatte vor langer Zeit unsere Truppen angeführt. Doch dann schickten die Toate einen Gegner ins Feld, den sie nicht bezwingen konnte. Ihre Truppen haben den Rückzug aus Chlorikon nur mit Mühe und Not überlebt. Viele gaben ihr die Schuld für diesen Verlust. Sie hatte gewaltige Hoffnungen geweckt, die dann zerstört wurden. Das war Tileras Verbrechen. Und sie hat dafür bezahlt, Tag für Tag. Ich soll sie dort treffen.
Ihr seid so schnell wie eh und je. Tilera ist in der Wiege des Sommers, verbannt von den Schlachtfeldern Melsentius, bis sie ihre Vergangenheit wieder gut machen kann. Nach Aussage dieses Schicksalswebers sucht sie nach einem Artefakt aus Uruel Tusk, das die Belagerung durchbrechen und unseren Streitkräften helfen könnte. Aber sie kann es nicht allein schaffen, denn die bedauernswerte Tilera ist nicht dazu bestimmt, jemals erfolgreich zu sein. Und an diesem Punkt kommt ihr ins Spiel. Okay, wo ist General Tilera? Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass General Tilera irgendwo im nördlichen Eratel nach einer Möglichkeit sucht, den Verlauf des Krieges zu ändern. Ich glaube, sie hat eine Einheit nach Uruel Tusk geführt. Ihr dürftet genau das sein, wonach der General sucht. Alles klar. Dann, hier kann ich mich natürlich jetzt heilen lassen und pipapo vielleicht ein paar Tränke... Seid gegrüßt. Tränke kaufen, bitte, wenn ich schlafe. Macht es euch doch gemütlich. Wir bekommen in Emaire in diesen Tagen nicht viele Reisende zu Gesicht. Nicht mit diesem Wald aus Zelten, der da draußen wächst und wächst. Entspannt euch und genießt, was unser kleines Dorf zu bieten hat. Okay. Einkaufen. Ui, hier kann ich mich natürlich wieder umgucken, aber eigentlich dachte ich jetzt eher an Tränke. Kriege ich aber anscheinend hier nicht bei ihm. Vielleicht bei jemand anderem. Seht mal wieder vorbei. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Mache ich, aber ich denke, ich muss eher... Finde ich vielleicht bei einer Heilerin hier eher was? Hallo, ich bin Orcha Tetran, die Heilerin dieses Dorfes. Ihr müsst neu in Emaire sein. Ja. Ich vergesse nie ein Gesicht. Gehört ihr zu den Flüchtlingen? Nein. Flüchtlinge? Sie sind eine traurige Karawane. Und ich zumindest glaube ihre Geschichten. Seht euch doch nur an, was die Tuatha jenseits des Meeres getan haben. Und die Götter mögen uns vor dem bewahren, was sie hier anrichten könnten. Was könnte sie denn davon abhalten, Krieger zu entsenden, die uns an unseren eigenen Herdfeuer niedermachen? Die Tuatha werden nicht ruhen, bis sie uns gebrochen haben. Und deshalb dürfen wir das niemals zulassen. Okay. Ja, Heilung, aber ich brauche... Eine sichere Reise. Was ich brauche, ist Tränke, liebe Leute. Tränke wäre nicht schlecht und der da hinten, der braucht anscheinend auch Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben jetzt so viele neue Gebiete entdeckt, unglaublich. Auch hier sitzen welche. Ich schaue mich halt gerne auch nochmal um. Seid gegrüßt. Es geht alles so schnell im Moment und ich... Vielleicht bei dir? Wird ja auch langsam Zeit. Endlich mal ein neues Gesicht. Ich dachte schon, ich würde mich hier in diesem Tresen in Staub verwandeln. Allein und gelangweilt, nachdem ich mich seit Tagen mit keiner anderen Seele mehr unterhalten habe. Ach du Arme. Mann will, dass ich hier oben bleibe, weil ich ihm da unten die Ohren voll plappere. Als wäre das etwas Schlechtes. Dieses Dorf ist manchmal ein richtiger Friedhof. Ein paar Gespräche würden ihm guttun. Molly Yannick, zu euren Diensten. Ich lehre die Kunst der Alchemie. Zumindest das, was sich lehren lässt. Das meiste an ihr ist jedoch eine Gabe. Entweder man besitzt sie oder eben nicht. Ich finde sie aber irgendwie sympathisch und ich kann jetzt hier Ausbildung sagen. Aha. Molly Yannick besitzt große Erfahrung mit dem Talent Alchemie. Gegen eine Gebühr kannst du dich ausbilden lassen, um dein Talent um eins zu erhöhen. Ich verstehe, es erinnert mich an diese Überzeugungsgeschichte, die ich noch gar nicht gemacht habe bei der anderen. Das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, ich kann bei ihr was kaufen. Mir ist so langweilig. Oh, es tut mir so leid. Oh, es tut mir echt irgendwie gerade leid für sie. Aber ein ganz normaler Laden wäre schön. Ja? Bei wem denn hier von euch? Heinis, überall sind Leute. Das sind Bürgerinnen. Ich glaube hier, ich kann hier nicht normal Tränke kaufen. Ich glaube, da bin ich falsch hier. Und ich soll ja sowieso rausgehen. Emaire, da sind wir also. Das ist aber schön hier. Das ist sehr, sehr schön hier. Ich werde aber wieder reingegangen. In all diesen Sachen, die hier oben angezeigt werden, das wundert mich jetzt eigentlich, dass ich da keinen Händler drin gefunden habe. Egal, das kann ich auch immer noch offline machen. Ich habe ja hier gerade nichts so mit Feinden groß. Ich habe hier Kisten, die ich zerschmettern kann. Die interessieren uns aber auch gerade nicht. Wir wollen eigentlich weiter. Jawohl, wollen wir. Wir wollen da oben hin. Wie es ausschaut. Und überall Menschen, die unsere Hilfe benötigen, das... Hilfe! Helf oh Gott, mir. Was?
Helft mir! Bitte! Oh, der blutet aber ganz schön. Ich wurde ausgeraubt! Der Kerl hat mich niedergestochen und ist abgehauen! Verdammt! Ich kann nicht glauben, dass ich das Amulett verloren habe! Nein! Verdammte freie Männer! Wir Flüchtlinge sind ein leichtes Ziel. Wir können nichts tun, um uns zu verteidigen. Erzählt mir, was passiert ist. Er kam von den Klippen. Ein Bandit, nehme ich an. Hat mich von hinten niedergestochen. Dann ist er mit meinem Ranzen in der Hand und einem teuflischen Lächeln im Gesicht geflohen. Das Amulett meiner Mutter ist weg. Das letzte Geschenk einer gütigen Frau für ihren geliebten Sohn. Ich bin nicht in der Verfassung, die Verfolgung aufzunehmen. Könnt ihr mir helfen? Oh ja, natürlich. Ihr lügt. Ich werde euer Amulett finden. Wer war das? Ich weiß nicht. Er sah aus wie einer der Banditen, die uns armen Flüchtlingen auflauern. Dieses Amulett ist gewiss ein hübsches Sümmchen wert. Ja, ich hoffe nicht, dass er lügt. Wenn das jetzt hier grün angezeigt wird, ihr lügt, heißt es dann, sie weiß schon, dass er lügt und ich bin nur zu doof und merk's nicht, oder? Ich sag mal, er lügt, obwohl das total gemein ist. Das tue ich. Na und? Mein verräterischer Partner hat mich niedergestochen, als ich ihm den Rücken zuwandte. Und dann hat er meinen Beutel gestohlen. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Wenn ihr mir dieses Amulett bringt, bezahle ich euch dafür. Ganz einfach. Ob es mir nun gehört oder nicht. Ich will es haben. Ihr habt das Amulett gestohlen, eben. So, der alte Imundas weiß, was passiert ist. Tja, ich habe das Amulett nicht. Geld hat es. Er hat es mir weggenommen. Im Tausch gegen sein Dolch in meiner Schulter. Hm. Selbst schuld, ne? Es war ein Stück von großem, ideellen Wert. Wie hieß es doch gleich? Das Ohr von Barnabus. Nein, das Auge von Sunspar. Na, ein alberner Name jedenfalls. Also so ist das also. Wenn sie das selber merkt, dann wird mir die Option überhaupt gegeben. Also hat sie es jetzt schon durch ihre Sinnesschärfe gemerkt, dass er lügt. Und wir sind quasi doof und hätten es nicht gemerkt. Das ist ja gut. Dann kann man sich da ja so ein bisschen drauf verlassen. Ja. Schnell, ihr habt nicht viel Zeit. Ja, eigentlich will ich dir überhaupt nicht helfen, weil, ne? Ich meine, ich habe auch noch anderes hier zu tun. Hier gibt's Riesenlanden und neue Gegner und boah, es ist... Lasst mich bloß in Ruhe, ihr beiden. Wir gehen schön aneinander vorbei, wie sich das gehört, genau. Ihr könnt da auf die Stadt zulaufen, meinetwegen. Könnt ihr die angreifen, wenn ihr Spaß dran habt. Och nö, hier sind ganz viele Gegner. Ja, nee, ist klar. Lass mich. Oh, ich bin schon weggelaufen. Schweinebacken. Warum? Warum immer ich? Da muss ich mich wehren hier. Ich hab doch noch gar keine Tränke. Aber ich will halt immer so schnell gerne dahin, wo wir noch nicht waren, weil das jetzt so spannend ist, irgendwie die ganzen neuen Gegenden zu erkunden. Würde ich natürlich jetzt überall stehen bleiben, mit den Leuten quatschen und würde ich auch wieder nicht weiterkommen. Deswegen laufe ich hier einfach mal rein. Die Wölfe hier sind aber auch echt schnell, muss ich sagen. Mein lieber Schwan, hier hat alles irgendwie an Tempo gerade zugenommen, aber das ist okay. Wir werden ja auch langsam stärker und wir müssen ja auch langsamer Herausforderungen finden und die tun wir dann ja auch finden und ich rede total gut Deutsch gerade, macht aber nichts. So, da ist ein Singstein, den will ich aktivieren. Aus dem nackten Schmutz entsprangen die Majestätischen, die Erstgeborenen der Wildnis von Eshara. Um sich herum hörten sie das Lied des Reichtums eines einstigen und zukünftigen Sommers und sie antworteten und die Erde bewegte sich. Der Baumeister formte, der Architekt baute, die Gestaltgeberin schuf. So, springen wir mal runter. Dann habe ich die Wölfe aber schon erledigt sozusagen. Nicht nur sozusagen, ich habe sie erledigt. Oh,
Ach, mal wieder nur Gold. Dabei brauche ich doch eher Tränke. Und auch hier sind die... Mein Gott, ich bin ja schon wieder bei 25 Minuten. Mein Gott, vergeht die Zeit schnell. Nein! Leute. Ach, letzte Tränke wieder. Es ist unmöglich, manchmal einen Cut zu machen und zu sagen, ich nehme mal ein bisschen weniger auf. Hier macht die Parts nicht so lang, wenn hier immer irgendwelche Gegner kommen. Aber die schöne Umgebung verzeiht es mir hoffentlich wieder. Und so, dass ihr euch auf den nächsten Part freuen könnt mit Kingdoms of Amalur. Und ich glaube, ich muss jetzt mal schlafen gehen. Bis dann!